Oh ja, wer hätte das gedacht? Venedig hat uns hinter der Tür erwartet. Wo kommt denn das auf einmal her? Ach Mann, ich will es aber nicht jedes... Oh. Wo können wir denn jetzt noch hin? Ist halt die Frage. Weil die tolle Anzeige da, die nützt uns ehrlich gesagt rein gar nichts. Das ist voll für den Arsch. Naja. Also, dass wir da nicht mal draufschreiben können, Victors Haus oder so, oder Victors Villa oder Victor Victor oder wie auch immer. Das ist schon doof. Ist denn ja noch lang. Wow. Doof. Sehr doof ist das gerade. Mann, ich wollte jetzt auch nicht rein. Banditenquartier. Schon wieder eins. Ach doch, das haben wir schon abgegrast. Ja, eindeutig. Da sind wir schon durch. Und wieder raus hier. Jetzt raus hier, jetzt raus hier, jetzt raus hier. Schneller. So. Wo kommen wir da nochmal hin? Ach ja, genau. Ich will immer noch in den seine schäbige Hütte. Wo ist die denn? Mann! Es wird auch Nacht. Ach Gott. Ach, Entschuldigung, ich habe einen Anruf bekommen. Okay. Genau, wir wissen immer noch nicht, wo hier das komische Tagebuch ist, ne? Was haben wir denn noch so? Ach, siehste. Fällt mir ein, so ein fahles Herz. Erinnert ihr euch an den tollen Raben da damals? Ja, genau den, der uns nichts angezeigt hat bei dem Garten. Zudem gehen wir jetzt, weil da ein Löwe war und wir so ein fahles Herz brauchen. Also ich will so ein fahles Herz noch haben. Deswegen, ab zum äußeren Bezirk. Echo. Ja. Tolle Effekte, hä? Nein. Na los. So. Da bist du ja wieder. Ich habe eine Nachricht von deiner Gilde. Aha. Dort wartet jemand auf dich. Wo denn? Und ich habe dir die Nachricht überbracht, obwohl ich dich nicht mag. Siehst du, ich bin ein echter Profi. Wayne, ich mag sie auch nicht. Also hau ab. So, ich habe eine Nachricht gekriegt. Schauen wir mal nach. Ach ja. Achso, ne, ja. Wie komme ich jetzt auch da drauf? Nein. Gut, dann ist es dort nicht drin. Hä? Nicht das da. Wow. Okay, dann halt nett. Ach komm, warum nicht? Was soll's? Nee, oder? Da stand er gerade nicht wirklich verlassen, das Haus, oder? Wie krank. Ich dachte, es wäre im Winter. Viech. Was machst du denn hier?
stirb. Das ist eindeutig das Haus von diesem komischen Trottel. Von diesem Victor da. Warum krieg ich den Käse nicht? Das ist doch Käse. Ach, war ja irgendwie zu erwarten. Nein, das bist du nicht. Haben wir uns da verstanden, ne? Haben wir uns da verstanden, ne? Das gibt's einfach nicht, das. So. Puh. Erledigt. Ach du Scheiße. Ist mir gerade die Sprache weggeblieben, sonst hätte ich... Wow, dieser Raum. Er ist so bedeutungsvoll. Na gut, vielleicht. Ja, aber ja klar. Wahnsinn. Und auch dieser Raum. So eine wahnsinnig tragende Rolle in diesem Spiel. Okay. Warum? Warum mache ich mir den Ärger über? Ach, mein Gott. Juwel. Schön. So, jetzt ist ja nur noch der. Toll. Also, hier ist nichts. Oh, hübsch. Hübsch hat das hier. Hallo. Nein, das wusste ich nicht. Klar. Gut. Na, mein Freund. Wie geht's? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wenn du das in Slow Motion machst, hast du klar genug Zeit, noch auszuweichen. Ist ja verständlich. Hey. Danke. Achso. Hm. Zerstören. So, dankeschön. Hm, aber echt, wird's nett hier. Oh. Ah, war ja doch noch richtig. Puh. Ich hab schon gleich, ich hab's vergessen. Zack, bumm. Und auf ist die Truhe. Und kein Tagebuch. Ach, nicht schon wieder, oder? Sagt's nicht. Ich meine, mehr Räume gibt's ja nicht, oder? Nee. Eindeutig nicht. Sagt's nicht, ich hab schon wieder so einen Kack-Truhen-Bug. Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Ne. Ne. Das kann jetzt... Ey, scheiße. Was denn das? Verpacktes Spiel. Ach, hier ist noch eine Tür. Hoppla. Ich hoffe, sie ist da drin. Weil ansonsten... Fände ich das jetzt richtig scheiße. Ha! Welcher Glück. Da müsste jetzt auch das Tagebuch drin. Ja! Geile Sache. So. So, wollen wir gucken, was dieses tolle Tagebuch da. Wieso? Ach Mann. Ach, weißt du, wenn wir schon mal hier sind, in so einer luxuriösen Bude. Bop. Schmeißen wir uns knallfrech einfach mal in sein Bett rein. In voller Rüstung. Klar. Wieso auch nicht? Macht doch jeder so. Okay. Nein, da lang. So, ab zum Löwen. Schneller. Schneller. Hopp, hopp. Hm, die Axt sieht nett aus. Ich hab's ja nochmal aufgefallen. So. Und ich habe Axt gesagt. Ihr habt schon richtig verstanden.
Was ihr schon wieder denkt. Was sind das jetzt alles hier für Questpunkte eigentlich? Ah, wow. Erstaunlich, erstaunlich. Toll. Diese Information. Also ein kleines Teleportsystem, wenn sie trotzdem einbauen können, wenn die mich fragt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Na. Ach, siehst du, wenn wir gerade mal hier sind, können wir auch dem Richter hier Schulden gleich abzahlen. Hier mit dem Typen da, mit dem Hauptmann da. Mal ein bisschen sprechen können, nicht? Upp. Hallo. So. Tag es auch. Kommt nicht oft vor, dass ich solch formvollendete Manieren erleben darf. Du bist sicher gekommen, um dessen, du hast einen Bürger von Venedig bitte ausgeraubt. Wirst du die Strafe... Ach nein. Nein, werde ich... Oh, wenn du nicht für deine Delikte zahlst und andere Leute gehen... Ja, ich muss darüber zum Markt und bitte was verkaufen. Die 2 Minuten kannst du noch warten, hä? Yeah. So. So gehen wir auch einmal zum Marktplatz. Hallo. Ja. Wie kann ich dir helfen? Bitte zeig. Mist. So. Jo. Wow. Wow. Wahnsinn. Das ging schnell. So. Nun denn, sind wir gerade auf dem Weg. Hallo Riesenhorn, hallo. Zum Löwen und dann gehen wir zum Richter zurück. Und Schnurstracks. Klasse. Schnurstracks zurück zur Magiergilde, um ihr da ihr Tagebuch zu geben. Moment, was war das? Ja, das war Tag. Ach doch, schon schon. Ne? Weh, der Löwe greift mich jetzt nicht an. Hallo. Mann, schaff mich an, bitte. Muss ich erst den Anfang machen? Oh Mann, hast du sonst ja getappt? Super. Na Gott. Zurück zum Richter. Schneller. Hopp, hopp. Mann! Ich will so eins haben. Obwohl, wenn ich mir was überlege, wie teuer das wäre, so ein Horn einmal zu befüllen. Ich glaube, ich bleibe lieber beim 0,5er. Ja. Das ist auch schön. Das macht nach 20 Mal befüllen auch ziemlich voll. nee. Ja. Aber ich glaube, so ein. Da passen locker 100, 200 Liter rein. Ja, ein Liter kostet 10 Euro. Das kann schon echt teuer werden. Aber hey, man hat ein 200 Liter vorn befüllt. Vor, dass ich solch Form ja, bla, du kriegst ja deine Kohle. Ich werde. Ein wunderbar. Die betroffenen Personen. Immerhin funktioniert dies. Was kein ja. Wunder ist, ach, wo er noch die Mützen in der Geldbörse des Dogen klingeln lässt. Danke und nimm dir einen Tee. Am Arsch werde ich tun. Ja, verstanden. So. Erstmal den Richter beleidigt. Joa. Ja, wo waren wir? 200 Liter Meter, ne? Aber gut, ich glaube, dass kein Mensch ein solches Horn leeren könnte. Alleine meine ich jetzt, ne? Also.
Weil 200 Liter, naja, das ist schon einiges. Und heb so ein Ding mal an, ne? Das ist das Nächste. Also, das wird schon ein gutes Gewicht dann haben. Also das Horn selbst wird schon ein gutes Gewicht haben. Und dann noch mit 200 Litern befüllt, oh ja, da musst du schon eine Art Halterung bauen. Was dann wieder den Nachteil hat, dass das denn mit außen läuft, nicht? Aber ich stelle mir das gerade vor. Selbst wenn man es anheben könnte und das Ding ansetzt, wird man doch überschwemmt mit Met. Moment, was haben wir gerade überhaupt für ein Thema? Oh Mann. Naja. Wow, ich will das Ding unbedingt haben. So schnell wie möglich. Hallo. So, gehen wir zurück. Oder haben wir irgendwas vergessen? Nö. Nö, haben wir nicht. Sag ich jetzt. Ruhe da draußen. Geht doch. Immer diese Verletzten. Ach, hallo. Es ist großartig. Hm. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ja, mach an. Für ein bisschen Taschengeld kann ich den Leuten von deinen Taten erzählen und dir einen guten Ruf verschaffen. Ah, Logo. Was hältst du davon? Chlor? Gut, tun wir's. Alles klar. Ich werde den Leuten nette Sachen über dich erzählen. Ich meine, aber es ist Vorsicht, nicht es gibt einige Leute, denen du lieber nicht... Hey, keine Angst. Ich weiß, wem man hier vertrauen kann. Das wird sich ja dann zeigen. Ja, eben. Aber hey, wir haben immerhin, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, 260. Schon gar nicht so schlecht. Hast du Fortschritte mit deinem Auftrag gemacht? Würde ich sonst zu dir kommen? Ich habe Viktors Tagebuch. Bitte. Ah, unglaublich. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich übersetze diese Geheimschrift. Mal sehen. Ah, darin werden seine bösen Pläne enthüllt, den Tod auszutricksen und ein mächtiger Nekromant zu werden. Nee. Siehst du? Nicht wirklich. Warte, ich gebe dir die Übersetzung, dann kannst du Viktors Plan selbst lesen. Schnell kopiert. Haben. Aber egal, der wichtigste Abschnitt ist dieser hier. Er schreibt von einem Brief, den er abfangen muss. Und ja, als Viktor gegangen ist, wurde ein Bote von den Schattenflügeln vermisst. Er wurde zuletzt an der Südbucht gesehen. Wie jetzt? Wenn wir diesen Boten finden, können wir mehr in Erfahrung bringen. Ich gehe sofort dorthin. Warte, ist der Bote nicht wahrscheinlich längst tot? Natürlich, deswegen schicke ich auch dich. Ach, oder glaubst du vielleicht, deine Kräfte könnten nicht stark genug sein? Ach, das ist der vielleicht Typ in der Mine. Vielleicht hast du recht. Hör zu. Kennst du die hohe Kathedrale im inneren Bezirk? Ihr Dach ist zerstört. Du kannst sie leicht von weitem erkennen. Okay. Aber das Haupttor ist verschlossen. Und ich fürchte, diesmal gibt es keinen Schlüssel. Du wirst einen Umweg nehmen müssen. Hm. Wenn deine Kräfte stark genug sind, begib dich zur Südbucht und suche dort die Leiche des Boten. Viel Glück! Okay. Auf Wiedersehen. Mhm. So, mal gucken, wie viel Ruf wir jetzt haben. Sag mal, bitte. Warum steckt das nicht an? Sieht gut aus. Ich will jetzt aber nicht tausende Dukaten an meinen kleinen Halbbruder da verschwenden, damit ich hier ein bisschen Ruf erkaufe, ja. Das muss ja dann auch nicht sein. Ein bisschen Selbstarbeiten können wir da auch schon. Gut, jetzt wo wir die Schulden bezahlt haben, können wir eigentlich auch in die Taverne gehen. Und dort mal etwas nachhaken, ob da der ein oder andere eine Aufgabe für uns hat. Der eine oder andere, ich meine natürlich den Hauptmann, ne? Wisst schon Bescheid. Das ist das erste Mal, dass wir danach fragen. Sag mal, ist denn langsam mal Ruhe da draußen? Gibt's denn sowas? Oh, geht ja weiter. So. Urlaub. Toll. Ein entspannter Abend in der Taverne. Ist das nicht wunderbar? Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Hallo. Und du bist? Ich bin General Rook, Oberbefehlshaber der Wachmänner des inneren Bezirks. Doch wurden wir gerade alle unsere Aufgaben enthoben, weil sich der Doge wohl lieber mit diesen netten persischen Söldnern umgibt. Seid doch froh. Wir haben den strikten Befehl, uns nicht in ihre Arbeit einzumischen. Großartig, nicht wahr? Klar. Ach, verflucht. Ich brauche mehr zu trinken. Eben. Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Cool. Gut gemacht. Hier ist deine hochverdiente Belohnung. Schön. Geht schon gut los.
So. Erzähl mir mehr über deinen Beruf. Ach, wer versteht schon, was den Dogen heutzutage umtreibt? Die Söldner blockieren alle Schiffe, die Venedig anlaufen wollen. Das wird zu einer Hungersnot führen. Ich glaube nicht, dass sie so die Bevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen können. Und die Wachposten, die sie in den Gassen errichtet haben, damit machen sie denjenigen, den sie suchen, sicher auch nicht ausfindig. So, aber bevor wir den Mann nach Aufträgen fragen, mache ich den Aufnahmestopp und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.